macht. Steig ein. Du bist am Zug. Unter diesem Motto kamen am 7. und 8. Oktober 2009 über 300 Schülerinnen und Schüler aus Mannheim, Heidelberg, St. Leonroth und Ladenburg mit Politikern ihrer Region ins Gespräch. Das Besondere dabei? Eine Straßenbahn des RNV wurde in einen Begegnungsraum umgewandelt. So entstand auf der Fahrt für die Jugendlichen eine gewohnte Atmosphäre, die es ihnen erleichtert, über Politik zu reden. Für die lockere Atmosphäre sorgte auch das Theater Oliv mit Sondervorstellungen ihres politischen Kabarett. Diese Schweine! Ich will den anderen! Du willst den anderen? Doch nicht den, der so schwul wirkt. Der will sich immerhin gegen den endlosen Fusionswahn einsetzen. Und der will endlich die Börse auflösen. Du hast wohl Eierlikör in den Augen, was? Ich will den. Ja, weil er so smarty aussieht. Auf sowas schifft halt ihr Weiber rein. Mit sowas können sie bei euch pumpen. Bekommen wir dann wenigstens Gutenberg 5? Nein. Auch der junge Soul-Musiker Ron Jerome engagiert sich für das Projekt. The sound I hear, it makes me feel so good. And next to me there is my girlfriend. I look in her eyes and I understood. She is the one that I need to live. Die Idee in der Straßenbahn fand ich ganz gut, weil wir eigentlich coole Umgebungen hatten und ja, Straßenbahn mehrere Plätze ist, man nicht so weit auseinander und sind eigentlich total viele aufeinander. Jugendliche und Politiker, da treffen sich Lebenswelten, die scheinbar meilenweit entfernt sind voneinander. Diese getrennten Welten näher zusammenrücken, das will der Starkmacher e.V. mit diesem Projekt und setzt dabei auf den Dialog auf Augenhöhe. Der Vorsitzende des Starkmacher e.V., Matthias Kaps, erläutert die Philosophie, die hinter Steig ein, du bist am Zug steckt. Jugendlichen heute ziehen sich zurück aus der Politik, das ist bekannt, oder haben überhaupt gar keine Vorstellung, was Politiker oder Politik, die da in Berlin machen, auf Augenhöhe zu diskutieren, das war in der Straßenbahn wirklich nicht nur ein Schlagwort, sondern es war Realität. Politiker und Jugendlichen konnten im Gespräch sein und die Themen der Jugendlichen anhören bzw. auch Lösungsansätze finden. Und ich denke mir, das ist wirklich da, wo Politiker sich einsetzen können für die Jugend von heute, eine Chance A für die Politik, aber auch wo die Jugendlichen die Politiker kennenlernen können und merken, was sie, dass das auch Vertreter des Volkes sind, die für uns was tun können. Und das ist, glaube ich, der Erfolg dieses Projektes. Was hatten Sie für einen Eindruck, was jetzt im Vorfeld so die Meinung der Schüler zum Projekt und allgemein zur Politik war? Ja, sie wissen gar nicht so recht, was sie mit Politikern anfangen sollen und müssen ein bisschen warm werden. Aber dann zeigt sich schon, dass das Interesse ziemlich groß ist, ja. Und hat das Ganze bei Ihnen was geändert, jetzt außer den neuen Aufträgen, die Sie mitnehmen? Ja, ich merke deutlich, dass auch ich mich noch viel intensiver um Kontakte zu solchen jungen Leuten bemühen muss als in der Vergangenheit. Das ist völlig klar. Den Auftrag nehme ich auch mit, ja. Dialog auf Augenhöhe. Das wirkt auch in der Projektplanung. Das Event in der Straßenbahn hat viele Kontakte in der gesamten Region geschaffen. Eine Vernetzung mit konkreter Wirkung. Die Beteiligten fühlen, dass sie jetzt am Zug sind. Künstler und Politiker brennen darauf, die Chance des Projekts zu nutzen und den Dialog mit den Jugendlichen zu vertiefen. Die Gelegenheit dazu ist die Projektwoche im März 2010. In Workshops mit Musik, Theater und den kreativen Beiträgen sollen attraktive Plattformen entstehen, auf denen Jugendliche ins Gespräch kommen mit denen, die an den Schalthebeln der politischen Macht sitzen. Dass die Jugendlichen am Ball bleiben, steht außer Frage. In ihrer offenen Art haben sie den Kontakt genutzt, um konkrete Probleme anzugehen oder auch einen Besuch im Landtag zu machen. Bei ihnen ist der Funke des Engagements übergesprungen. Wenn man jetzt sich selber engagiert in einer Partei oder so, das ist einfach auch irgendwo hilft, weil wir sind die nächste Generation und wir können auch was bewegen im Endeffekt. Für andere halt eben nicht. Ich fand beeindruckend, die Jugendlichen selber zu sehen. Einer kam auf mich am Ende zu und sagte, jetzt habe ich Mut, auch selber Politiker zu werden. Oder ein anderer, der sagte dann zu mir, also bisher hatte ich überhaupt keinen Bezug dazu. Aber heute, wo ich gesehen habe, dass Politiker sich für mich interessieren,
möchte ich selber auch Probleme in meiner Umgebung angehen. Mein tollstes Erlebnis war, dass ich mit Politikern reden konnte, meine eigene Meinung zu sagen konnte und dass wir in die Fahrradkabine durften und da ein bisschen üben durften. Ich engagiere mich, weil mir das Projekt ganz viel Spaß macht und eigentlich bin froh, wenn es weitergeht. Weil es eigentlich ganz cool ist, mit Politikern zu reden, die eigentlich coole Meinungen haben. Und